Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Green Hell. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hatte die Schnauze voll von meinem überwucherten, zugespawnten Lagerfeuerunterstand. Ich habe hier einen neuen hingequetscht, das gleichzeitig ein bisschen weiter nach draußen gebaut. Leg hier mal eine Schale drauf. Eine würde ich mal unten hinlegen. So. Wir machen mal ein Feuerchen. Mein schönes Fleisch ist verdorben. Guten Stammesfeueranzünder und ein bisschen trockenes Krams haben wir dabei. Ausdauer wird noch reichen. Zünd mal an, bitte. Keinen Platz mehr, warum nicht? Lass mal die Frucht hier hin, die brauchst du nicht. Bin jetzt hier weggeflogen. Okidoki. Wir haben Kohldampf. Also, mit Wasser befüllen. Fleisch rein. Das geht. Hier Wasser rein. Fleisch rein. Das scheint auch zu gehen. Kokosnussschale leer. Oh, Entschuldigung. Habe ich hier Fischsuppe? Immerhin. Die können wir mal trinken. Aber hier jetzt schon wieder nicht hingehauen. Es ist echt extrem verbuggt, das Ganze. Verstehe es nicht. Jetzt hat es hier oben hingehauen, dann stelle ich die andere auch hier oben drauf. Ich würde noch mal eine Knochensuppe riskieren, aber alles andere. Rausholen, reinfüllen. Ich fülle jetzt rein. Da ist Wasser drin. Was wollte ich? Eine Knochensuppe. Da köchelt tatsächlich was. Ich kann wieder nicht drauf zugreifen. Ist das nur bei mir so verbuggt oder was? Kann ich hier. Doch, die kann ich nehmen. Die hier wiederum nicht. Nee. Ey, das macht aber nicht so viel Spaß. Noch ein Versuch. Kokosnussschale. Wasser. 10 von 10. Knochen. Jetzt geht es wohl. Zumindest tut sich da was. Vielleicht kann ich es auch gleich wieder nicht nehmen. Irgendwas brutzelt da auf jeden Fall. Knocheninfusion. Trinken. Zwei Bananen noch reingehauen. Nochmal reingekippt. Außerdem mal. Ach, der ist vergammelt. Wollen wir mal den Pilz schnell hier rein. Das vergammelte Zeug, das haue ich gleich mal in unsere Oase rein. Pilzsuppe. Okay, der Linky hier, der scheint mir relativ safe zu sein. Oh, jetzt kann ich hier auch nochmal.
Ja, ab und an funktioniert's mal. Ist jetzt hier nicht das Zuverlässigste. Unbekannte Frucht kannst du erstmal wieder mitnehmen, kannst du nicht, hast keinen Platz. Trinken wir nochmal einen Schluck. Schmeißen wir unser vergammeltes Zeug weg. So. Gibt sogar mal einen Fisch. Weiter mit. Da mache ich mir gleich noch mal eine köstliche Fischsuppe von. Gucken wir auf die Werte. Bisschen Fett und ein paar Kohlenhydrate. Ansonsten ist das alles tipptopp hier. Dann füllen wir dein. Nein. Na. Sehr gut, dass noch Wasser drin ist. Ja. 30, 40 und so weiter. Das kriegen wir voll. Passt zumindest. So. Bananas. Keine Bananas. Also würde ich sagen, kurz speichern. Feuer auf Vordermann bringen. Wollen wir den Fisch sammeln. Fischgräten haben wir ja mal ohne Ende. Ich würde es fast mal riskieren, dass wir hier noch mal ein Süppchen ansetzen. Einmal reinfüllen, bitte. Fisch dazu. Läuft. Die beiden Punkte hier, die direkt übereinander sind, da funktioniert es immer nicht. Vielleicht liegt es auch da dran. Aber hier, das läuft jetzt eigentlich. Fleisch ist noch haltbar, da können wir uns noch mal kurz hinlegen. So. Hätten wir vorher noch ein paar Sekündchen Zeit. Irgendwo müsste hier eigentlich noch. Stöcke kannst du mal hergeben, da brauche ich ein paar wieder. Mal her damit. Könnten wir uns ein paar Pfeile machen. Ohne Nuss. Zwei Nüsse. Machen wir uns gleich noch mal ein paar Pfeile, würde ich sagen. Wo ist er denn? Da sind wir voll. Ich muss aber irgendwo, dachte ich zumindest, noch ein langer Stock gewesen sein. Sonst muss ich mir noch mal einen schnell abklopfen. Dachte ich, hätte hier irgendwo mal einen gesehen. Nee, das ist einfach voll. Kannst du liegen lassen? Nee. Dann hau dir nochmal einen weg. Vielleicht ist er auch schon despawned. Um dir einen Bogen zu bauen. Mal um hier bitte.
Unsere Machete hält jetzt auch nicht mehr ewig, muss ich sagen. Die ist schon kurz vorm Geist aufgeben. So, herstellen. Dann brauche ich ein Seil bestimmt. Können wir schon einen Bogen herstellen? Das geht nicht. Das geht auch nicht. Noch ein Seil. Wir stellen dir mal einen Bogen her. 37% Haltbarkeit. Wie viele Pfeile haben wir denn dabei? 7. Dann können wir noch mal ein paar bauen. Wir haben ja hier Federn ohne Ende. Ah, ich weiß nicht, erstmal 3 vielleicht. Nee. Kleinen Stock bitte. Zwei Federn und einen kleinen Stock. Schon wieder einen großen. Du lernst es auch nicht. Ja, 10 Pfeile nehmen wir erstmal mit. Das sollte reichen. Langer Stock. Jetzt brauche ich gerade keinen. Nimmst noch mal ein bisschen was mit, ums Feuer anzufachen. Wenn wir jetzt hier wieder runtergehen. Also mal ehrlich, das ging hier gar nicht. Und ja nichts machen hier an der Bude. Ein paar Stöcker rein. So. Die Nüsse halten noch einen Tag und das Fleisch auch. Dann würde ich ja gerne noch ein bisschen was hier lassen, aber nicht unbedingt hier unten, oder? Hier vielleicht. Finde ich das wieder? Meine Dosen. Ja, wenn ich die so staple, dann bestimmt. Oben noch ein Schmerzmittel drauf, dann passt das mit dem Turm. So. Ein paar Schokoriegel darunter. Das sieht doch gut aus. Hier haben wir schon mal ordentlich Platz. Hier an sich auch. Wo können wir es lassen? Dann mal gespeichert. Tag 16 würde ich mir einen noch überbehalten, falls hier mal was richtig in die Hose geht. Dann schlafen wir uns nochmal aus. Sagen denn die Werte? Ja, jetzt habe ich erstmal einen Wurm abgekriegt. Gucken, ob wir hier im Dunkeln erkennen können, wo das... Ja, können wir.
Ja, schlaf mal. Eigentlich würde ich ja fast schon durchziehen, auch wenn ich dann wieder einen Wurm kriege. Nö, tatsächlich nicht. 5.30 Uhr. So. Fett und Kohlenhydrate. Und zum Frühstück gibt es dann erstmal zwei Nüsse. Wir haben ja ein bisschen Fett und ein schönes Stück Fleisch. Dann sind wir, glaube ich, ganz gut drauf. Jetzt hier noch eine Banane. Wie aufs Stichwort. Das könnte fast schon der beste Speicherstand ever sein. Hau dir mal die Bananen noch rein. Guck's dir an. Unglaublich. Minimal Fett noch, ansonsten alles tipptopp. Tag 19. Den übernehmen wir. Das wird unser neuer Ausgangspunkt sein. So, mal ein paar Bananen. Sollte man immer gleich mitnehmen, das Kram, was hier so rumfliegt. Weil 2 Minuten später... Eieiei. Kann es auch schon weggespawnt sein. Kohlenhydratmangel haben wir jetzt erstmal nicht. Dann würde ich nochmal eine kleine Tour machen. Um zu gucken, wo hier dieser olle Bambus war. Was sagt denn mein... Nimm mal die... Eins erstmal bitte. Wenn ich hier wen entdecke, irgendwelche gruseligen Eingeborenen oder so, dann gehe ich auf jeden Fall auf den Bogen. Naja, ganze Menge Maden. Zur ganzen Not esse ich auch die, wenn sie ein bisschen abgekocht sind. Könnte aber jetzt nochmal einen kleinen Zacken heller werden. 7 Uhr. Zack. Danke. Wie aufs Wort. Ich will jetzt tatsächlich mal versuchen. Pilze. Was? Wir können auch mal eine Pilzsuppe ausprobieren. Schön alles in die Tasche. Hier schon mal gleich wieder Schlange. Ich hab mein Feuer nicht wieder angefeuert, ne? Gut, brennt es jetzt halt ab, kann ich auch nicht ändern. Mal, der Baum, der gönnt uns eine Nuss. Oder sogar zwei. Nehme ich. Auch hübsch hier. Ich habe jetzt nur... Ich müsste jetzt echt mal rausfinden. Vogelnest, nur noch eine Feder. Ein Ei dabei. Ein Schwein. Ich hab's gehört. Ich höre hier irgendwo ein Seh ihn nicht, ich sehe ihn nicht.
verdammte Herguar. Wo ist er denn? Den hörst du über 20 Kilometer. Aber sehen tippt man hier nichts. Kein Bock, dass der mich hier... Da war ein Schwein. Wow. Er attackiert mich so ein Ara. Da ist auch ein Schwein. Komm, wir gehen da mal hin. Jaguar hin oder her. Boah, der ist aber, der muss aber hier, der ist doch hier. Das ist doch. Oh Gott. Hab ich. Sehr gut. Das Fleisch können wir gut gebrauchen. Nehmen wir mit. Und die Knochen. Mein Speer ist irgendwo hingeflippt. Ich habe genau gesehen, dass er irgendwie weggeflogen ist. Nein. Oder... mir das nicht an. Hier ist gleich ein Panther hier um die Ecke. Und ich habe keinen Speer dabei. Nee. Und das war auch noch der Gute. Leute, wo ist denn der hin? Gut, aber ich habe den Bauplan, ne? Ich könnte mir davon einen neuen bauen. Früchte. Nehme ich mit. Da drüben waren noch Knochen. Oder auch nicht mehr. Doch hier. Ein Süppchen. Nehme ich die mit. Leider nur zwei. Dann wird es aber auch schon leicht unübersichtlich. Schade. Ja, komm, wir haben genug Knochen dabei von dem Schwein auch noch. Da oben sitzen schon wieder zwei Jungs. Muss ich jetzt nicht haben. Welche Richtung muss ich denn jetzt? Ich denke mal doch, hier ist Süden, ne? Ja. Oh, ich habe Angst vor diesem blöden Jaguar. Aber ich sehe den immer noch nicht. Da ist schon mal ein Ameisenhaufen. Nicht reinrennen, bitte. Ich muss hier direkt hinter sein. Ich glaube, ich sollte ein bisschen größeren Bogen sollte ich mal machen. Halt den Speer im Anschlag. Ups, keine Schlange erwischt. Moin. Nimm schnell ein Seil mit. Gott, ich... jetzt bin ich fällig. Schlange. Vorsicht. Geh mal drumherum. Arsch vom Schwein hast du ja dabei. Ich glaube, ich bin um ihn rum. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo der ist. Wahrscheinlich hier nur ein Soundbug.
Aber das ist mir schon wieder aufreibend genug. Da bin ich doch schon wieder froh, wenn ich zu Hause bin. Ein paar Knochen gemacht, Fleisch geholt, jetzt nicht allzu viel gesehen. Aber mein Speer verloren, da brauche ich unbedingt einen neuen. Ohne gehe ich hier mal überhaupt nicht vor die Tür. Kokosnuss wäre noch ganz gut. Kann ich doch wieder nicht tragen hier, ne? Doch, kann ich. Sehr gut. Nehmen wir mit und machen uns auf nach Hause. Zumal ich auch schon wieder hoffnungslos überladen bin. Wie es scheint, ich bin schon wieder so ekelig langsam. Aber egal, wir sind ja daheim. Dann haben wir jetzt sogar mal einen kleinen Vorrat dabei. Dass wir hier nicht gleich wieder auf der Felge schleifen. Ja, ist gut. Ich bin schon wieder ganz außer Atem. Gut, mit der Pflanze kann ich vielleicht gerade noch so leben. Die kann ich umhauen. Aber ich habe meinen Bogen gar nicht angetestet. Und die geht weg, dann komme ich aber wieder gut dran. Wunderbar. So, mal wieder ein neues Feuer. Das gefällt mir aber deutlich besser. Das lässt sich immerhin besser bedienen. Wie das andere Ding. Dann würde ich einfach mal ein paar Süppchen kochen. Ich hoffe, das klappt hier oben. Mal die Nüsse reinhauen. Haust mal die Schalen hier hin. So. Gut, dann haben wir für die Folge erstmal ein bisschen was geschafft. In der nächsten Folge werde ich mal wieder eine Kleinigkeit bauen. Wasserfilter. Schade, dass man nichts abreißen kann. Das nervt jetzt hier ein bisschen und nimmt Platz weg. Aber egal. So ist es halt. Das können wir jetzt hier backen und braten. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis denn. Ciao, ciao.